Ja, schönen guten Tag, meine lieben Freunde. Ich habe mich entschlossen, ein Video zu machen, zumal mindestens 5 Leute das wollten, dass ich ein YouTube-Video dazu mache und das dann auf WhatsApp sende. So, die 5 Leute, die sind von WhatsApp. Ich habe da mal nachgefragt, weil viele wollten wissen, was am 4. Oktober 2020 in Dortmund los war. Weil mich hat es nämlich betroffen. Ich war in Dortmund am Abend, wo es diesen Polizeieinsatz gab, diese polizeiliche Ermittlung, hieß das einfach nur ganz offiziell, aber es war schon mehr als eine Ermittlung. Ja, ich hatte dazu nämlich auch an den Abend auch ein paar Statusvideos gemacht, um die Leute ein bisschen zu informieren, was da los ist, weil nicht nur ich, sondern viele hunderte Reisende kamen einfach nicht weg aus Dortmund, ja, weil zu einem bestimmten Zeitpunkt dann auch einfach der ganze Hauptbahnhof evakuiert wurde und wir mussten draußen stehen, während die ganze Halle, ganze Bahnhofshalle und sogar die Stadtbahn alles gesperrt war. Das heißt, die Stadtbahn musste sogar durch den Hauptbahnhof durchfahren. Das heißt, von der Kammstraße oder wo auch immer bis zur nächsten Station, nicht dort Hauptbahnhof, sondern was danach kommt. Ich weiß jetzt gar nicht, was danach kommt. Ich kenne das Stadtbahn jetzt immer noch nicht auswendig, tut mir leid. Ich habe nämlich auch gestern den Fehler gemacht, zur Rhein-Neu-Kirche zu laufen, als ich mit der U44 gefahren bin. Kammstraße hätte auch ausgereicht. Ich hatte das nicht mehr auf dem Radar. Ja gut, irgendwann schmilzt einem das Hirn weg, du musst 4 Stunden draußen warten oder sonst was. Ich erkläre euch mal, was los war und werde dazu auch noch ein paar Videos einspielen, die ich als WhatsApp-Status-Videos gepostet habe. Wenn ich sie alle wiederfinde, dann baue ich sie auch ein. Ja, ich denke mal, wir legen mal los. Es fing damit an, dass ich nach Dortmund fuhr, um den Starter Flirt 3XL mit der Regiobahn-Lackierung zu bekommen. Es war nur ein einziger auf der S2 unterwegs, nämlich 3427008. Damit wollte ich natürlich auch eine kleine Fahrt machen, um euch das im Innenraum zu präsentieren. Deswegen bin ich damit nach Huckade gefahren und in Huckade habe ich gerade soeben noch den Gegenzug bekommen, um wieder zurückzufahren. Das war so gegen 16:30. Und als ich dann am Dortmunder Hauptbahnhof ankam, da war kaum 16:45, also 16:45 ungefähr. Und da beging das auch schon, dass die erste Sperrung kam. In der Fahrplanauskunft habe ich schon das erste Mal gelesen, dass eine polizeiliche Ermittlung stattfindet zwischen Dortmund-Dorstfeld und Dortmund Hauptbahnhof. Da habe ich mich erstmal gewundert, denn wir waren ja in Dorstfeld durch. Das ist ja die Station vor Dortmund Hauptbahnhof für die S1 und die S2. Und deswegen, weil da nichts passiert ist, nichts Nennenswertes zu sehen war, habe ich mich erstmal gewundert. Wir kamen unten in der Bahnhofshalle an und dann wurde schon das erste Mal was abgesperrt. Nämlich ab den Gleisen 8 bis 10 bis hinten zu Gleis 31 wurde abgesperrt, wo ich mir ein bisschen verwundert war, was da los war. Dann hat ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn durch das Megafon verkünden lassen, dass eine polizeiliche Ermittlung stattfindet und derzeit kein Zugverkehr stattfindet. Später ging es dazu über, dass auch die restlichen Gleise, also ab Gleis 2 aufwärts, abgesperrt wurden mit Flatterband und über natürlich ein Polizist dort war, der das dann bewacht hat. Wir standen noch alle im Foyer, dort wo die Abfahrtentafel ist. Und bisher, ja, wir hatten nur rumgestanden und es ist nichts Nennenswertes passiert. Ja, liebe Leute, ich stehe hier in Dortmund Hauptbahnhof und wegen einer polizeilichen Ermittlung, wie auch immer die aussehen mag, findet kein Zugverkehr statt. Each train has been cancelled. Das heißt, wir stehen jetzt hier zusammen und wissen nicht, wie es weitergeht. Mehr kriegen wir auch nicht zu hören. Da steht nur die Polizei mit dem Sicherheitsdienst, Flatterband alles abgesperrt und da hörst du gleich nur noch eine Stecknadel fallen, weil es da so ruhig ist. Scheiße gelaufen, meine Freunde. Komm, so ein weißer Kastenwagen. Jetzt stehen die alle im Weg, die Leute, aber sie sind ja eh vermummt. Es besteht ja Vermummungspflicht. Das komische große weiße Teil kommt da. Ich weiß nicht, was das ist. Aber sieht echt nicht gut aus. Machen wir das mal. Ja. Bundespolizei. Ja, Junge, du bist im Bilde. Schön. Hast du super gemacht. Und tschüss, dein Köfferchen. Teilt sich falsch rum, scheiße. Also, irgendeiner von WDR war auch mit der Kamera da. Das weiß ich auch nur, weil den jemand angesprochen hat. Da stand es nur drauf.
Kann sein, dass ich also heute im Fernsehen zu sehen bin, in der aktuellen Stunde oder wo auch immer. Ich habe auch nicht reingewunken, ich habe nochmal reingeguckt und so. Vielleicht sieht der eine oder andere mich ja. Ich gucke mir ja so den Scheiß sowieso nicht an, also ich wollte nur mal Bescheid sagen. Nicht wundern, wenn ihr mich auf einmal im Westdeutschen Rundfunk in der aktuellen Stunde oder so seht, weil passieren kann das ja. In der Zwischenzeit, weil ich mir schon dachte, dass das einige Zeit in Anspruch nehmen wird, bin ich durch die Innenstadt gelaufen und wollte mir einen Döner kaufen. Zwei Bier von Jormas habe ich mir ja schon geholt, damit ich den Döner auch schön runterkriege. Ne? Lecker Döner mit lecker Biersoße, so ungefähr. Und anscheinend war in der Zeit wohl ein Zugverkehr möglich und dann wurde alles wieder abgesperrt. Also laut den Medien, die das verkündet haben. Das hatte ich bei irgendjemandem mitgelesen, der das auf sein Smartphone hatte. Und ja, das ist natürlich schon ein bisschen enttäuschend und ein bisschen bizarr. Da geht man sich kurz einen Döner holen und verpasst dann die Gelegenheit, nach Hause fahren zu können. Aber woher, bitte, soll man das denn wissen? Ja, grüßt euch. Dortmund Hauptbahnhof, 18.30 Uhr. Ja, ich bin immer noch in Dortmund Hauptbahnhof. Stand der Dinge ist, dass wir aus dem Hauptbahnhof rausgebracht wurden. Das heißt, der Hauptbahnhof ist leer. Und wie ihr seht, wir stehen alle hier schön draußen versammelt. Es fehlt nur noch ein Führer, der uns zu uns spricht. Das ist der Stand der Dinge. Also Zugverkehr ist wohl gar nicht. Mehr weiß ich auch nicht. Ich war zwischenzeitlich einen Döner holen, da war der wohl frei. Ja. Und als ich mit dem Döner fertig war, war gesperrt. Scheiße. So, liebe Leute, ich habe nur noch 5-6% Akku. Ich werde mich gleich verabschieden. Meine Powerbank ist auch leer. Wenn es läuft, dann läuft es richtig. So, ich kann gleich keine weiteren Infos mehr geben. Wie es weit geht, weiß ich auch nicht. Ich hoffe nur, ich sehe heute Nacht noch mein Bett und nicht irgendein fremdes Bett. Tja, mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen. Also bitte jetzt keine Sprachnachrichten mehr oder keine Bilder. Ich kann nichts runterladen. Ich habe 6% Akku. 6%. Ja, das ist auf dem Niveau von der FDP oder so. Keine Ahnung. Ja, letztendlich, ich glaube, das Ganze hat 4 Stunden oder so gedauert. Was jetzt nicht gezeigt wurde, weil mein Akku dann irgendwann platt war, weil bei 6% war schon, ist er rapide abgesunken, irgendwann hat sich das Ding von alleine ausgeschaltet. Wir wurden dann irgendwann auch mal komplett aus dem Hauptbahnhof rausgewiesen, das heißt der ganze komplette Bereich, auch mit der Halle, der ganze Hauptbahnhof wurde dann gesperrt. Das heißt, wir durften draußen vor der Tür gewissermaßen warten. Und in den ganzen 4 Stunden, es gab nicht irgendeine Info, ne, wie es weitergeht, stand der Dinge auch nicht, nein. Wir wurden in kompletter Unwissenheit gelassen. Dazu kommt noch, ja, keine Entschädigung, keine Info. Also es waren nur Polizisten drin und es waren auch nur Sicherheitsmitarbeiter im Auftrag der DB. Ich sage das nämlich bewusst so, weil die DB hat nämlich keinen Sicherheitsdienst. Die ganzen Sicherheitsdienste, die ihr hier seht, achtet mal hinten drauf, was da hinten drauf steht. Da steht drauf im Auftrag der DB oder DB Sicherheit oder wie auch immer. Das sind alles Leute, die von Stölting oder anderen Fremdfirmen kommen. Ich sag jetzt mal Stölting, weil es gab mal einen, der hatte nämlich hier den Pass von Stölting und hier irgendwie DB-Autorisation, weiß ich nicht genau. Also es waren nur die. Die Polizisten wollten nichts sagen, wahrscheinlich aus ermittlungstaktischen Gründen. Es hieß immer noch polizeiliche Ermittlung. Ich so, ah ja, super. Dann von den DB-Sicherheitsleuten oder die Sicherheitsleute für die DB, die wussten auch nicht viel oder konnten auch nicht viel sagen. Es gab nur einen, der war zu dem Zeitpunkt schon 13 Stunden da im Dienst. Der hat ja um 6 Uhr angefangen, um 19 Uhr hörte das immer noch nicht auf, wegen dieser Sache. Diese Bombenwarnung oder Bombendrohung, muss man sagen, führte dann dazu, erstmal musste ein Kampfmittelräumdienst kommen. Das Ganze wurde auch evakuiert, aber nur der Hauptbahnhof und letztendlich auch die Stadtbahn. Das heißt, die Stadtbahn musste durch Dortmund Hauptbahnhof durchfahren. Und ja, also im Prinzip musst du erstmal zur Kampfstraße laufen, wenn du zur Stadtbahn wolltest oder zur Rhein-Neu-Olde-Kirche, wie ich es leider gemacht habe, oder musst gucken, wie du überhaupt wegkommst. Es standen auch ganz viele Taxen da, weil sie schon gewusst haben, was da los ist, ne? Und für die ist das natürlich ein Schluck aus der Pulle, so ein Tag. Nur glaubt man nicht, dass Gutscheine von der DB gab, dass man mit dem Taxi irgendwie fahren konnte. Da war nämlich keiner da von der DB. Es waren nämlich nur die Sicherheitsleute im Auftrag der DB da und es waren diverse Polizeimitarbeiter da. Beamte will ich ja nicht sagen, aber gut. Also sehr viel Polizei war da. Ja. Was aber mal kam, ich hatte einen Bus gesehen von Hoffmann Reisen aus Wetter oder wo die ihren Sitz haben, weiß ich jetzt gerade nicht. Da fuhren O35Ü, wo nur drauf stand, Schienenersatzverkehr. Ich weiß aber nicht, wo der hingefahren ist. Ob das jetzt ein Not-SIV war oder ob es einer von diesen
geplanten SEVs war, weil er fuhr nämlich auch ein SEV, ich glaube, für die RB50 nach Lünen oder so. Da war nämlich irgendwas mit Lünen und Davensberg, weiß ich jetzt nicht genau. Und noch irgendeiner nach Dortmund-Hörde wurde mir angezeigt bei DBF Final Rewind. Und später kam auch von Lux Reisen, kannte ich persönlich nicht, von Lux Reisen aus Bochum ein Travego S. Der fuhr erstmal nach Hamm über Kamen und zurück von Hamm, hätte er nochmal in Dortmund gehalten und wäre dann auf der Strecke der A1, also Wattenscheid, Bochum und alles mögliche da gefahren, bis nach Essen Hauptbahnhof. Irgendwann war es 21:45 Uhr, ich wollte es nicht mehr. Irgendeiner hat auch erzählt, ja, die S1 von Dortmund-Dorsfeld würde auf jeden Fall fahren. Dann habe ich mir einen Schluss genommen. Gut, dann fährst du mit der U43 oder der U44 bis nach Dorsfeld zur Wittener Straße. Und von Wittener Straße muss man eine Haltestelle laufen, dann ist man direkt am S-Bahnhof Dorsfeld. So, Dorsfeld müsst ihr aufpassen, das sind nämlich zwei Etagen. Auf der einen Etage fährt die S2 und die S4. Und unten im Keller, wie manche Leute sagen würden, also der Tunnelbahnhof, ist dann die S1, die dann hier in so einer Kurvenlage liegt. Weil die muss dann irgendwann mit der S2 zusammenkommen, dass sie nach Hauptbahnhof fährt. Die S4 hingegen hält in Dortmund an jeder Station, nur nicht am Hauptbahnhof, sondern fährt irgendwann weiter nach Unna. So, ich habe es auch gemacht, nur leider habe ich einen Fehler gemacht. Ich hätte nämlich zur Kampstraße laufen sollen, da fuhren nämlich auch die U43 und U44, aber irgendwie, mein Gehirn war schon weich, ich war schon müde, habe nicht mehr viel nachgedacht, bin zur Rhein-Neuli-Kirche gelaufen. Gut, dann kam U43, fuhr dann nach Westentor, blöd. Und dann kam die U44, die dann nach Marten fuhr und damit kam ich auf jeden Fall nach Dorstfeld. So, von Rhein-Neuli-Kirche zur Wittener Straße, da sind nur ganze 8 Minuten Fahrt, sehr schön. Dann bin ich dort angekommen, bin ab zum Bahnhof gelaufen, wie gesagt, ist nur eine Haltestelle. So, die S-Bahn kam um 22.59 Uhr. Wisst ihr, was in der Zwischenzeit passiert ist? Der Hauptbahnhof wurde wieder freigegeben und ich, Idiot, laufe nach Dorstfeld. Aber woher soll ich das auch wissen, ne? Also, ich bin nach Dorstfeld gelaufen, eine S1 nach Dortmund Hauptbahnhof sollte kommen. Ich bin davon ausgegangen, dass die S-Bahn nach Dorstfeld fährt, dort dann Kopf macht und von da aus dann zurück nach Essen Hauptbahnhof fährt. Die kann nämlich nur nach Essen Hauptbahnhof fahren, wegen dieser Brücke in Mülheim, die angebrutzelt wurde. Nein, die S-Bahn, die nach Dortmund Hauptbahnhof fahren sollte, hat zwar ein bisschen Verspätung gehabt, aber die fuhr nach Dortmund Hauptbahnhof durch. Und jetzt kommt's, die S-Bahn nach Essen Hauptbahnhof, auf die wir gewartet haben, die kam von Dortmund Hauptbahnhof. Mit Fahrgästen drin. Das heißt, die Sperrung war aufgehoben. Und wie ich anfangs schon erwähnt habe, von Dortmund-Dorstfeld nach Dortmund-Hauptbahnhof, das ist die nächstfolgende Station für die S2 und für die S1. Die S4 weiß ich nicht, wie die fährt, weil die hält nämlich eigentlich am Hauptbahnhof. Habe ich aber gerade auch schon mal erklärt. Dann bin ich mit der S1 gefahren. Die kam dann so, was habe ich gesagt, 22 Uhr ungefähr. Ja, also die kam, dann bin ich nach Essen Hauptbahnhof gefahren. So, nach Hause bin ich auf jeden Fall gekommen. Wer jetzt noch interessiert ist, wie das alles endete, kann jetzt weiter gucken. Und wer sagt, okay, genug der Infos, kann natürlich jetzt abschalten. Ich sag mal, wie es weitergeht. Also, die kam in Essen an und 22.48 Uhr hätte ich dann die S6 kriegen können. Was passiert? Die S6 fiel einfach aus. Die fiel aus. Ich so einen Hals gehabt vom Feinsten, wie ein Stirnacken. Ja, muss ich also nochmal eine halbe Stunde in Essen Hauptbahnhof warten, bis die S6 kam. So, die kam auch irgendwann, also um 23.18 Uhr sollte die eigentlich losfahren. So, die kam noch nicht mal um 23.18 Uhr an, sondern fast 10 Minuten später. Die kam an, dann wurde Kopf gemacht, der TF, schön langsam gemütlich dahin gegangen. Bis wir irgendwann mal losgefahren sind, ist auch nochmal Zeit vergangen. Ging ab nach Essen Hauptbahnhof, ja, ohne weitere Vorkommnisse. Ich weiß nicht mehr, wann ich genau angekommen bin, weiß ich wirklich nicht mehr genau. Ich war froh, dass ich nur noch zu Hause bin, habe auf nichts geguckt. Mein Smartphone war ja auch schon platt. 0% Akku, die Powerbank war auch platt. Blöd gelaufen. Ich weiß nur, irgendwann nach 12 war ich zu Hause und habe mich nur noch auf mein Bett gefreut. Ja. So ist das Ganze gelaufen. Jetzt wisst ihr, wie es war. Zumal 5 Leute auf WhatsApp gesagt haben, ey, erzähl doch mal, wie das war. Zu den ganzen mit der Bombendrogen wollte ich noch mal was gesagt haben. Als ich das Video mit der S2 gemacht habe, das war 16 Uhr, keine Ahnung, 16.15 Uhr oder was weiß ich, was es war, da kam ja noch eine Durchsage,
dass irgendwo ein schwarzer Rucksack herrenlos steht und der Besitzer möge sich doch bitte zu dem Rucksack begeben. Das ist mir irgendwann wieder eingefallen, als das mit dieser Evakuierung da war. Ich sage jetzt einfach mal Evakuierung. Der Hauptbahnhof wurde ja gesperrt und wir wurden ausgesperrt gewissermaßen. Ne? Ist jetzt nicht böse gemeint, aber so ist das passiert. So, daran, das war noch eine Durchsage. Ich weiß nicht, ob die jetzt auf dem Video auch drauf ist. Das werdet ihr beim Video bei der S2 auch merken. Vielleicht ist es drauf, vielleicht auch nicht. So, dann bin ich mit der S-Bahn halt nach Huckade gefahren, um euch das mal in den Innenraum zu präsentieren. Zurück geht's ging mit dem grün-weißen Stadlerflirt 3XL, den ich gerade soeben noch gekriegt habe, weil ich sprinten musste. Ja, und als man angekommen ist, ging das Ganze schon los. Da war die Polizei schon da. Viel Flatterband wurde befestigt, viele Polizisten wurden abgestellt, damit keiner mal durchkommt. So schnell ging das. Ja. Wenn ihr die Medien verfolgt, ja, die haben auch gesagt, herrenloser schwarzer Rucksack wurde wohl kontrolliert gesprengt. Man hat auch gehört, wie es dann irgendwann mal, ich glaube, gegen 9:30 oder wann das war, ne, gegen 9:30 irgendwann geknallt hat. So wie Silvester, wenn, das ist, wenn jetzt ein Böller hochgeht. So hat sich das angehört. Nur halt in der Luft irgendwo, weil es irgendwo dahinter war. So den Hall hat man gehört. Also die haben es kontrolliert gesprengt. Da gab es auch irgendwelche, die geschrieben haben, herrenloser Koffer wurde gesprengt. Nein, wurde nicht gesprengt, sondern einfach ein schwarzer Rucksack. Ich sag mal, Rest in Peace Rucksack, Rest in Peace, ich glaube Rasierer, was da drin war, so ein Elektrorasierer oder sowas. Zum Leid. Und ja, das ist die Geschichte dahinter. Ich weiß, ich habe jetzt viel erzählt, aber ihr wollt es ja wissen. Beim nächsten Mal gibt es wieder bessere Videos mit bisschen mehr Erklären. Und ja, ich mache wieder mehr Videos. Ich weiß, ich habe jetzt in letzter Zeit wenig gemacht. Corona-bedingt ist nicht viel los, du kannst nicht viel machen. Und die ganze Zeit muss ich immer rumfahren wie ein Gangster, weil der Schall besser ist als jeder Mundschutz. Größtenteils kann ich sagen, was die Medien geschrieben haben, kann ich so übernehmen. Was mich nur wundert, ist, dass jetzt Aktuelle Stunde oder Lokalzeit aus Dortmund nichts davon geschrieben haben. Vielleicht heute Abend. Nur gestern wäre besser gewesen, aber egal. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was und sage mal bis zum nächsten Video.